Die Dusting-Sprechstunde im Radio und im Visual Radio, natürlich bei YouTube auch. Mein Name ist Sandy und die 257er sind bei uns im Studio. Hallo. Hey, hallo. Grüß euch. Hi. Ja, gratuliere erstmal natürlich den, wie haben es die holländischen Medienkollegen geschrieben, den Sommerhit. Sommerhit. Woher könnt ihr so gut Holländisch eigentlich oder Niederländisch, muss man ja sagen? Alles selbst beigebracht. Ja? Ja, Learning bei Urlaub. Ja, seid ihr oft auch irgendwie dort am Start oder? Sehr oft, ja. Immer Vakanzi machen. Der Schniesen war tatsächlich sogar jedes Jahr in seiner Kindheit und ich war immer, wenn wir Urlaub gemacht haben, halt auch da, ja. Ist auch sehr geil auf jeden Fall. Also ja. muss man definitiv sagen. Ich war, glaube ich, als Kind mal, da kannst du es noch gar nicht so genießen, die schönen Seiten. Die von Vorzüge, da, ja, ja. Die Vorzüge auf jeden Fall. Aber wenn du da mal älter bist und dann nochmal hingehst, ist auf jeden Fall, macht Spaß. Ja klar, und wie gesagt, auch die schönsten Strände so. Es geht jetzt nicht nur um diese allgemeinen Vorzüge, sondern das Holland hat echt viel zu bieten. Definitiv, auf jeden Fall. Und vor allem habt ihr Holland, der schönsten Stadt der Welt, auf jeden Fall auch einen krassen Erfolg momentan nochmal zu verdanken. Vor allem auch in Holland selbst, das ist das, was ich so erstaunlich finde. Ne? Die voll gehen super. Auch voll drauf ab irgendwie. Die gehen steil drauf. Ja. Mega, ja. Wäre aber, glaube ich, in Deutschland nicht so irgendwie. Also ich glaube, wenn die Holländer jetzt ein Lied über Deutschland machen würden, würde man hier eher, glaube ich, so sagen, Ja, ich glaube auch, aber das ist halt auch, es könnte daran liegen, dass wir der große Bruder sind, weißt du? Ja. Und deshalb finden die das, glaube ich, krasser, weil das kleine Land Aufmerksamkeit von dem großen Land Deutschland bekommt und so. Ich glaube, da liegt es eigentlich ein bisschen mehr dran. Ja. Aber ihr seid ja nicht böse zu den Holländern, aber nee, so zum Beispiel so das Fußballthema wird ja schon so ein bisschen angerissen und so. Sind wir halt. Ja, aber die kannten euch ja vorher noch nicht. Also könnten sie euch eigentlich auch irgendwie übel nehmen, machen sie aber gar nicht irgendwie. Nee, weil die haben einen gesunden Humor, ja, die sind voll. Teilweise echt witziger als die Deutschen und die verstehen das und die finden das geil, die finden das witzig. Und Harry Weinfurt ist bei euch im Video. Wie habt ihr den denn bekommen? Ja, das gesagt, Harry, alter Haudegen. Du hast ja eh alle unsere Harry, Alben. Alter Haudegen, ja. Was ist mal hier mit dem Video? Hat er gesagt, jawohl, Jungs, ja, da bin ich sofort dabei, ja, komm ich vorbei und machen wir ein kleines Video. Haben wir noch gesessen bei dem im Wohnwagen und haben Käffchen getrunken, war super. War schön, auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen. Nee, auf jeden war richtig gut. Ja, ja, cool. Das Video posten wir jetzt gerade mal auf unserer Facebook-Seite, facebook.com/sprechstunde, damit die Leute auch, die es noch nicht gesehen haben, das auch mal sehen können. Und die Nummer spielen wir jetzt einfach mal. Holland von den 257ers hier in der Dusting-Sprechstunde. Ja, danke, weil. Das war Holland von den 257ers. Cooles Video auch, vor allem ist so quadratisch auf jeden Fall gedreht. Also nicht so dieses 16:9 Ding. Erinnert so ein bisschen so an die alten Viva und MTV Zeiten. Der sollte halt auch so ein bisschen oldschool wirken durch diesen Viewmaster 3000, den du da ganz am Anfang vom Video im ersten Shot siehst. Der wird ja quasi aufgesetzt. Diese Dia-Bildschirm, Selbstklickmaschine. Ja. Sollte halt dieser oldschool-Look sein. Das ist ein sehr schönes. Und ich habe bei Mike auch ein bisschen das Gefühl gehabt, so in dem Antje-Kostüm hast du dich auch sehr, sehr wohl gefühlt irgendwie, oder? Das war so. Ja, gut, da bin ich aufgegangen. Ja. Ne? Also es steckt mehr in mir, als man meint. Aber meine Freundin zum Beispiel fand es nicht so gut. Die sagt, ich bin die hässlichste Frau der ganzen Welt gewesen. Ja, ist mir auch mal passiert. Ich musste mich mal als Prinzessin verkleiden für so eine Faschingsparty irgendwie. Okay. Und, warst du keine schöne Prinzessin? Ich fand mich eine sehr schöne Prinzessin eigentlich. Also ich finde mich als Tussi auch mal ganz geil eigentlich. Oder? Das ist das Komische, man findet sich dann auch selber irgendwie ein bisschen geil. Ja, und dann actet man halt auch so und dann denken die Leute immer, der hat's ja nicht alle. Aber ist halt, ne? Man geht halt auf in der Rolle. Ja, das reißt dann so mit. Ihr seid ja sowieso welche, die so sich für nichts zu schade sind. Also wenn ich da mal so an den Webvideopreis vor 2 Jahren zurückdenke. Kein Problem, Bruder. Ne? kann man schon mal nackt auf die Bühne gehen. Kann man alles machen. Fand das Kollege eigentlich dann am Ende dann doch ganz am Ende auch noch lustig? Er hat sich kaputt gelacht, er konnte nicht mehr lachen. Ich habe so kurz nämlich das Gefühl gehabt, kurz hat er sich gedacht, so, okay, jetzt wird's ein bisschen arg viel. So. Nee, der wollte halt einfach, ich glaube, der wollte halt ernst bleiben, der wollte durchziehen so. Kolle. Der wollte so die fiese Miene beibehalten, dass er es einfach ganz normal findet, dass dein kleiner Sohn sich jetzt nervt. Der fand das witzig. Ja, war ja auch eine witzige Aktion. Joko und Klaas fanden so, ich glaube... Semi-witzig. Joko fand es ein bisschen witziger als Klaas jetzt. Ich glaube, das sind aber auch Typen, die allgemein nur sich lustig finden. Da muss man immer aufpassen. Das habt ihr hier gesagt. da bin ich jetzt raus. Aber jetzt haben wir wenigstens eine neue Schlagzeile für Rap-Update. Ja, aber man durfte auch über Stefan Raab keine Witze machen und so. Ne? Da hat ja auch schon, Sammy und Afrop mussten ja auch schon bluten, als sie sich da mal ein bisschen gegen ihn zur Wehr gesetzt haben. Und ernsthaft? So juristisch? Nein, Quatsch, aber nee, Quatsch. Aber der hat so Hip-Hop-Witze gemacht und dann haben die halt so ein bisschen sauer reagiert. Beef. Und dann war die ganze Sendung immer so mit so einer Gewitterwolke über den dreien. Also es war ganz komisch. Immer so anfronten gegenseitig. Ja, das kann aber auch schnell mal passieren. Also mit Sammy ist auch immer so eine Hassliebe. So, wenn der in Interviews ist, da
kann auch schon mal irgendwie derb in die Hose gehen. Okay, das hast du jetzt gesagt und Sammy ist viel größer und stärker. Das hat er mir auch schon oft gesagt, dass er größer und stärker ist. Von dem habe ich damit gar kein Problem, das hier zu sagen. Wir hören uns jetzt noch eine Nummer von eurem neuen Album an, das morgen rauskommt. Ihr habt gesagt, selber Holz würdet ihr ganz gerne hören. Den letzten Track finde ich eine sehr coole Nummer. Auf jeden Fall spielen wir jetzt auch gleich mal. Bitte. Holz. Ich und mein Holz. Die Dusting-Sprechstunde in eurem Radio und die Radioshow gibt es auch nochmal bei YouTube zum Anschauen mit den 257ers. Holz haben wir vorhin gehört. Eine Nummer, wo es ja so ein bisschen Comedy-mäßig auch so aufgezogen, ne? Also geht ja darum, dass man halt irgendwie mal so ein Songthema halt braucht oder so ein Inhalt genau. Irgendwie. Ist das aber wirklich manchmal so als Künstler, dass du irgendwie, du hast einen geilen Beat, du hast alles passt irgendwie, aber es ist einfach kein Inhalt da. Das ist eigentlich immer so, ja. Okay. Tatsächlich ist das immer so. Wir müssen immer gucken, was wir da nehmen. Und manchmal hat das halt Hand und Fuß und manchmal nur Holz. Es ist ja das Schöne, dass ihr damit so charmant umgeht, weil es gibt ja viele Künstler, die machen eine Riesenstory drum. Ja, ich bin wieder durch. Mit diesem Bild wollte der Künstler Folgendes aus. Genau, so ist es ja. Aber bei uns ist es ja auch so, dass wir niemals Künstler zu uns sagen würden, wir sind die Deppen aus der Rap-Welt. Wir gehen einfach ab, so geiler Beat, und dann lassen wir uns eine behinderte Geschichte ausdenken. Die Deppen aus der Rap-Welt. Ich habe vorhin mir schon die ganze Zeit überlegt, wie könnte ich euch eigentlich in einer Hip-Hop-Sendung ankündigen. Das irgendwie. Ist doch schön. Aber ja. Die Deppen aus der Rap-Welt finde ich eigentlich passt irgendwie. Ach, easy. Wir sind immer die Deppen für jeden. Kein Problem. Finde ich auch gut so. Dann wird man wenigstens wahrgenommen. Ja, ist ja bei mir so ein bisschen schmaler Grat, weil auch da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir Deutschen da so ein bisschen in der Rap-Szene ja so ein bisschen mehr einen Stock im Arsch haben, als es vielleicht in anderen Ländern ist. Ja, klar. Die verstehen ja schon oft gar nicht, was man sagt. So. Oh, da spricht der aber schnell. Ja, schuld, das ist. Aber Hip-Hop. Wird immer besser, wenn ich jetzt mal noch so 5 Jährchen zurückdenke. War noch schön. Ja, stimmt, da war es noch ein bisschen. Aber andererseits ist jetzt halt auch so ein bisschen dieses Social-Media-Ding ein bisschen größer geworden. Das heißt, wenn mal Leute einen nicht mögen oder so, dann lassen die es einem auch auf dem Weg schnell wissen. Ne? Ja, klar, voll. Ja. Aber das ist doch ganz gut, das kann man einfach wegscrollen. Also früher, ne? Aber könnt ihr das? Also ich habe mir immer gesagt, irgendwie bei diesen ganzen YouTube-Videos, seit wir das jetzt ja auch YouTube machen und so, da sind ja eh die größten Hater immer irgendwie unterwegs. Habe ich immer gedacht, na, guckst du gar nicht rein. Aber wenn da halt irgendein Scheißdreck kommt, wo du dir echt so sagst, ey, Alter, ja, aber die haben ja die Kommentare nur, um sowas zu schreiben, weißt aber du? Aber ich lese trotzdem auch immer. Ich lese es auch immer. Also ich habe mich, wir hatten, passt zu euch wegen Selfmade, wir hatten ein schönes Kollega-Interview auch bei YouTube und da habe ich mir erlaubt, halt in der Sendung halt von Salatschrumpf der Bizeps zu spielen. Weil ich meine, es ist halt eine Nummer, die man halt. Geil. Ja, eben. Da gab's Leute, das war unfassbar. Ach, ich finde den geil. Salatschrumpf der Bizeps, super. Ja, klar. Ich finde diese Hip-Hop-Polizei witzig. Ist das, war das auch von dem von Alexis Troy auch produziert? Wisst ihr? Das weiß ich nicht. Nee, nicht von Alexis Troy. Nee. Ja, weil der hat ja das King-Album gemacht und jung, total gut aussehend und was weiß ich was alles. Und jetzt auch komplett eure Platte, ne? Genau, richtig, ja. Ja. Das erste Mal, dass wir ein bisschen von unserem Heimproduzenten Woddy abgewichen sind und die ganzen anderen, die damals was dabei zugesteuert haben, immer. Und diesmal hat Alexis bis auf 2 Songs ausschließlich produziert. Und die hat der Woddy gemacht, Welche waren die anderen beiden? Die letzten zwei, Digi Digi und Holz, die sind vom Woddy. Ah, okay. Also bei Holz hört man es. Ja, Holz haben Digi, so haben Woddy und Alexis zusammen gemacht. Und Digi sind auch die 2 Tracks, die so von der Musikrichtung her so ein bisschen anders sind. So das eine so ein bisschen, Digi ist glaube ich so fast schon so oldschool. Keine Ahnung, ich finde jeder ist anders so. Also ich finde jetzt, dass die nicht besonders rausstechen. Naja, und der Holz ist ja so ein bisschen mit diesem fast schon so Reggae-mäßig oder so. Ja, das stimmt schon. Ja, aber das ist ja jeder Song. Sticht ja irgendwo raus bei uns auf dem Album. So, das ist ja so, wie wir gerade schon gesagt haben, so ein Sampler mit nur einer Band. Wir sprechen gleich weiter mit den 257ers, werden auch noch weiter Musik hören vom neuen Album, das morgen rauskommt und Mikrokosmos heißt. Gleich geht's hier weiter in der Dusting-Sprechstunde mit Sandy. Jo. Save Money haben wir gerade eben gehört von den 257ers, eine Nummer, die jetzt auch direkt rauskam nach Holland. Ne? Das ist, so, ist das dann so richtig die zweite Single oder wie nennt man sowas? Single oder? Ist die zweite Single einfach. Ja, also wir haben ja jetzt erst seit einem Album mal eine Radiosingle gehabt, für uns sind das einfach unsere Singles. Ja, aber war das ein bisschen schwierig dann für euch da jetzt genau die eine Nummer zu picken, die jetzt nach Holland rauskommt irgendwie? Nee, wir haben ja auch ein gutes Team so mit den Leuten von Selfmade und wir haben uns einfach abgesprochen, was wir allgemein am besten finden und was am besten ankommen könnte. Wir haben uns ein bisschen schwer getan, weil wir gedacht haben, wenn wir nur diesen Trap-Part am Ende haben, sagen die vielleicht jetzt, wo Keule weg ist, da haben sie sich aber leicht gemacht. Aber das Gegenteil ist eingetreten und wir haben, glaube ich, eine gute Wahl getroffen. Eier zeigen, weißt du, einfach mal mutig sein und dann raushauen, wo man Bock drauf hat und nicht mehr so dran denken, Außenwirkung, wie, einfach mal machen.
Ja, aber das ist auch so eine Leichtigkeit, die haben auch viele nicht irgendwie. Das ist so, ja, ich weiß, aber hat sich bei uns als sehr, hat sich bei uns im Albumprozess, das hat sich komplett durchgezogen, diese Einstellung, und sich als sehr gute Einstellung erwiesen. Einfach machen. Ihr habt jetzt zwei Themen erwähnt, auf die ich dann natürlich auch noch zu sprechen kommen möchte. Das eine ist, ihr habt gesagt, Selfmade, cooles Team, die euch gut beraten und so. Das ist schon so von diesen, na, Indie-Labels möchte ich gar nicht mehr so richtig nennen, sondern das ist ja eine richtige Hitfabrik schon irgendwie. Das ist schon ein gutes Team dahinter. Also da, die machen es euch als Künstler dann auch leicht, aber lassen euch viele Freiheiten, höre ich so, auch von den anderen Künstlern von Selfmade immer, ne? Ja, voll. Deshalb sind wir ja auch nur dahin gegangen. Wir waren ja schon immer so eine Band, die gesagt hat, dann lieber kein Geld verdienen, bevor man da irgendwie so einen, sich verbiegen müsste oder sonst was. Nee, sag ruhig. Ja, und ich wollte nur sagen, das sind halt nur 3 Leute bei Selfmade und deshalb ist es alles ganz schön übersichtlich und es geht nicht über 500 Tische. Ja, das ist auch ganz wichtig. Wie viel hat dann noch so ein Major-Label dann noch mit zu entscheiden und mitzusprechen? Also, wenn es um das Essentielle, was unsere Band angeht, so, da entscheidet keiner mit. So. Okay. Das ist auch denen, sowohl Universal als auch unserem Label, super wichtig, dass die halt, weil die halt auch wissen und weil die gut sind und das erkennen, einfach wissen, das wird am besten, wenn man uns einfach machen lässt und uns nicht verbiegt. Dann wird's am besten. Deswegen Sie kriegen ja auch was zurück, muss man dazu auch sagen. Deswegen geht auch keiner hin und sagt, macht mal so, macht mal so. Jetzt gerade nach sowas wie Mikrokosmos, wo man gesagt hat, lass die einfach mal machen. Komm, ruf jetzt nicht schon wieder an, lass die einfach mal in Ruhe. Wir melden uns mal in einer Woche wieder, so, weißt du? Und das, ey, das war super, dass wir es so gemacht haben. Und das ist geil geworden. Auf jeden Fall. Wir hören noch eine Nummer von Mikrokosmos. Weil ich kann, würde ich gerne hören. Finde ich persönlich eine sehr, sehr geile Nummer. Ja, Track. Auch eine gute Lebensweisheit. Voll Nummer gut. 13 gibt's jetzt von den 257ers und dann sprechen wir über das andere Thema, über das ich noch mit euch reden möchte. Machen wir. Die 257ers bei uns in der Dustings-Sprechstunde. Mein Name ist Sandy, gerade eben haben wir Weil ich kann gehört. Und ihr seid zu zweit nur noch, Keule ist weg. Jo. Ich wollte es jetzt gar nicht so als das Oberthema irgendwie aufhängen, weil ich glaube, es hört ihr gerade in jedem Interview wahrscheinlich irgendwie. Ja, klar. Irgendwie, aber ihr habt es selber angesprochen. Gibt es da irgendwas Elementares dazu zu sagen, wie es dazu kam oder ob das jetzt nur temporär ist oder ob das... Ne, das war halt so ein schleichender Prozess, der jetzt schon über so 3-4 Jahre ging. Keule hat sich da immer ein bisschen mehr so Familie und so und dann hat er sich jetzt einfach gedacht, hey, das ist eigentlich auch eher mein Ding. Mhm. Ich möchte nicht wochenlang weg sein müssen, sondern jeden Tag pünktlich zu Hause und hey, alles gut, wir sind Freunde und er möchte halt nicht mehr. Ne? Das einzige Problem, was wir hatten, dass die Fans uns jetzt angemeckert haben, dass Keule nicht mehr dabei ist, aber können wir ja nichts dafür, wenn er geht. Ja. Aber sonst alles cool, alles schön, alles. Und jetzt haben sie sich auch mit abgefunden und alles ist Töfte. Wie ist das für ihn? Also ist er irgendwie bei euren Konzerten dann irgendwie noch mit dabei als Support noch irgendwie? Nee, Keule ist raus. Ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich, wenn der Keule sagt, ich habe keine Zeit mehr für Touren und kann nicht mehr rappen, rappt dann nicht mehr, aber kommt so auf Tour mit und ist doch 3 Wochen nicht da. Also nein, das natürlich. Man weiß nie, was in den Leuten vorgeht bei Keule. Natürlich so ist leider nicht. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Auftritt, wo er dann mal mitkommt, klar, ist ein Kumpel. Und aber von ihm hätte ich das auch am wenigsten erwartet, dass da so ein Ausspruch mal kommt, irgendwie, ach ja, Familie und Das hat uns genauso umgehauen wie alle anderen auch. Der Keule war immer der möglichst 5 Bier pro Hand tragen wollte, damit er nicht so oft zur Bar muss. Yes. Verstehen wir auch nicht so wirklich, aber ey. Jetzt ist es so und ne, jetzt wusste er auch Sekt oder Seltas und jetzt hat er Seltas genommen, den Sekt. Aber ohne Kohlen. Den schlüppern wir jetzt. Sollen wir noch eine alte Nummer mal von euch spielen? Irgendwas? Man, bitte. Was hast du denn da so im Lisa oder so? Schwierig zur Zeit. Je älter, je schwieriger, sag ich jetzt. Ja. Desto. Oh Gott. Ihr dürft euch was aussuchen, was vielleicht irgendwas, wo ich nicht arbeitslos werde dadurch, wo ich nicht... Irgendein Song, durch den du deinen Job nicht verlierst, wenn du ihn jetzt spielst. Definition fand ich eine coole Nummer. Definition finde ich mega gut, krass, dass du den raussuchst. Geiler Track, oder? Ja dann nehmen wir das gut. Doch. Führen wir doch den, mega. Oder? Ja, bitte. Ja. Die 257 hast in der ersten Gesprächsrunde. Definition gibt's jetzt. Definition. Die 257ers bei uns, Definition haben wir gerade gehört, wo es um ein Wort geht, das ihr geprägt habt und für das ihr fast sogar das Jugendwort des Jahres 2000 irgendwas keine Ahnung geworden wärt. Wie von Langscheid. Die alten Verräter. Die haben euch aber richtig gehängt. Wie gesagt, wir haben auch ein bisschen rumrecherchiert. Die Jugendworte werden sonst gewählt mit so 13-20% der Stimmen. Wir hatten 78% der Stimmen und die haben einfach gesagt, wir wären nur regional relevant. 22% haben sich ungefähr die letzten anderen 19 Plätze geteilt. Okay? Ja, genau. Also, und
Und das Verrückte ist, der Zweite, der dann ja Erster wurde, weil die das ja irgendwie anders entschieden haben, ist ja YOLO, also was dann so irgendwie so total krass gehypt wird sozusagen. Ja, ja, vor allen Dingen ist es halt wieder ein Anglizismus. Ja. Was ist denn die Einzahl davon? Anglizisme. Eine Anglizisme. Das ist geil. Hört das hört sich an wie so ein, Pantoffeltierchen. Ja, ja, so. Eine Anglizisme. Aber auf jeden Fall. Eine ganz seltene Anglizisme. Ja, so ein Darmbakterium. Jetzt. Aber da, insofern muss ich ja dann noch Langscheid recht geben, eine Anglizisme, die aus Amerika kommt, ist natürlich dann bei weitem also überregionaler bedeutend. Ne? Ja, genau, weil Aqua nämlich zu regional, ne? Ja, Aqua zu regional, das ist so ein Schwachsinn. Was heißt Ack für die, die ist... Das ist nichts weiter als unser Ausruf. Ack ist so eine Variable. Was heißt Gear? Ja, ja, aber es ist zumindest schon wieder eine Anglizisme. Ja, ja, Ack ist einfach Ack ist unser Gear. Das ist das deutsche Gear. Okay. Gut, naja, aber meine Güte. Klingt halt auch meine aggressiver. Güte. Die Deutschen sind ja bekannt dafür auf der Welt, dass die Leute immer sagen, das ist eine sehr aggressive Stimme. Und dann ist halt sagen aber viele, das denken auch viele, dass wir auch hier nur so, Sauerkraut und so. Gar nicht. Da hörst du Italiener reden und denkst, du gehst erstmal Die Bubu. Die schreien nur so freundlich. Ja, wobei verpiss dich mal, komm bitte. Komm, verpiss dich. Meine Oma hat immer gesagt, Italienisch ist die wahre Sprache der Liebe, Französisch ist vulgär. Okay. Hat meine Oma gesagt. Ja, weil die Franzosen das richtig erklären. Die sagen halt nicht nur Liebe machen, die sagen ich. Ne? Die gehen halt ins Detail. Jockel reinrattern. Ja, genau. So. Jockel. Jockel. Was soll man spielen? Elton John, Out of the Window, Mama, was ihr wollt. Oh, spielen wir Mama. Ja, Mama? Finde ich gut. Wir können auch nochmal Holland spielen, ist mir ganz egal. Aber ich will doch Mama nehmen. Wir nehmen wir Mama. Mama ist super, mit Gildo Horn. Ja, Horn hier, jetzt habt ihr das rausgehauen. Ach so, durfte ich es nicht sagen? Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mike, du weißt, was du darfst entscheiden, ob du das raushauen darfst. Ja, Mann, dann hau ich es raus. Ja, es ist Gildo Horn, das ist ein Kumpel von uns. Ja, ja tatsächlich. Geil. Dann spielen wir doch jetzt Mama mit Horn hier. Ja, bitte. Mama haben wir vorhin gehört von den 257ers. Mit Horn hier, der Gildo Horn ist, haben ja die Kollegen von hiphop.de, muss man fairerweise ja schon sagen, auch mal den anderen Journalisten Anerkennung hier öffentlich. Bisschen guter. Ja, ich auch nochmal die Anerkennung, dass du den anderen die Anerkennung gibst. Das ist sehr anerkennenswert. Sie haben auf jeden Fall das früh rausgefunden, weil ihr ihm Props gegeben habt und weil ihr euch, glaube ich, irgendwie beim Promi-Dinner auch irgendwie schon kennengelernt habt oder irgend sowas. Ne? Genau, ja. Ist da diese Freundschaft zustande gekommen? Genau. Ist das? Ja. Ja. Ich habe den nie kennengelernt, aber ich glaube, das muss echt ein cooler Typ sein. Irgendwie ist ein saucooler Typ. Ist ein mega cooler Typ. Was macht der eigentlich gerade? Ist der noch irgendwie sonst? Der tourt so rum, der macht so seine Rocky-Horror-Show im Theater Haken. Da kann man den regelmäßig sehen und da auch Weihnachtskonzerte und sowas alles. Ja, und dann halt kleinere Auftritte oder beziehungsweise schon auch größere im Fernsehgarten und so. Aber er tingelt durch die Lande und kann sich, glaube ich, nicht beschweren, wenig zu tun zu haben. Beim Fernsehgarten würde ich euch auch mal gern sehen. Ja, klar. Da hat er sogar wirklich mal, haben wir uns überlegt, vielleicht. Das fände ich mal. Aber da müssen wir irgendwas geil Skandalöses machen. Wir müssen so Kiwi ins Wasser schmeißen, die AfD. Weil es gibt ja mittlerweile so zwei Parallele. Es gibt ja immer wieder sonntags im ARD. Ich habe letztens mal das erste Mal sonntagvormittags wieder Fernsehen geguckt und im ZDF kommt dann der Fernsehgarten. Das ist identisch dieselbe Sendung irgendwie. Mit zwei verschiedenen Moderatoren. Und, vielleicht können wir das ja als erstes schaffen, dass wir in beiden auftreten, in einer Sendung. Ja, das wir ist cool. Wir switchen einfach die Städte ganz schnell und sind dann in der anderen Sendung. Ja, das funktioniert doch, weil ihr müsst ja eh nicht live singen, ihr müsst da ja nur Playback machen, von dem her könnt ihr auch irgendwie du bist. Nee, da haben wir gesagt, das ist Grundvoraussetzung. Wenn, dann machen wir live. Ja, dann machen die natürlich, bei euch machen die natürlich sofort mit, dass ihr da live also, machen. Mir wurde gesagt, dass das kein Problem darstellt. Schön die AfD. Ja, tatsächlich. Also das würde gehen, aber ich möchte halt einfach ein Mikrofon, was an ist, sonst gehe ich da nicht hin. Ich habe letztens sogar einen gesehen. Voll aufgedreht. Das war sogar jetzt am Sonntag, das war irgend so ein junger Typ, irgendwie der war so 18 oder so, hat so Schlagerschön oder 16, so total schnulzigen Schlager gesungen und hatte nicht mal irgendwie hier so ein Headset oder irgendein Mikrofon. Ja? Nein, juckt die Omis doch auch nicht. Nee, die klatschen. Aber die Technik heute, guck mal, der braucht nicht mal ein Mikrofon. Ja, das aber ist ja modern. Das geht aber doch mit den Ohrhörern, die wir haben auch, dann geht das auch mit die Stimme. Der Kopfhörer auf, siehst du doch. Ja, die ist in den Mund drin. Die 257er sind bei uns in der Dusting-Sprechstunde. Gleich hören wir uns noch einmal kurz wieder. Vorher spielen wir noch, Elton John ist auch eine coole Nummer. Spielen wir Elton John? Ja, bitte. Elton John. Die 257ers in der Dusting-Sprechstunde, eigentlich eine Radiosendung, die aber auch bei YouTube zu beobachten ist. Mein Name ist Sandy und Schniesen und Mike sind bei uns noch am Start. Und vor allem jetzt bald auch live zu sehen, ihr habt so eine ganz, ganz kleine Tour irgendwie. So vier Städte, glaube ich, sind das nur. Ganz kleine Clubs auch. Ja, vom 2. bis zum 5., glaube ich. Also jetzt Samstag. Genau, sind wir unterwegs. München, Stuttgart,
Köln, Berlin, Bayreuth vorbeikommen. Köln ist ausverkauft. Was ist noch ausverkauft? Ich weiß es auch nicht genau. Ja, es sind aber ganz kleine Locations. Ja, das sind immer so Café, nicht Halle, sondern Café. Richtig, dann, genau. Schräglage, so Stuttgart und so. Und vor allen Dingen haben wir auch immer auf 150 Tickets limitiert, so dass man immer einen schönen Abend noch nachher mit den Fans verbringen kann und aber ab und Essen zu auch mal Fußball nicht, gucken. Essen ist nicht mit dabei. Da haben schon viele eurer Fans gesagt, hör mal, was ist denn da los? Das war uns das große Finale am Ende des Jahres. Von der Herbsttour dann, ganz genau. Genau, da machen wir die Weihnachtsfeier. Und das ist eins der besagten Konzerte, wo eventuell dann auch Keule mal wieder mitmacht. Dann sind wir da mal gespannt auf jeden Fall. Festival Splash habe ich gesehen, seid ihr mit dabei. Und Chiemsee, glaube ich, noch irgendwie. Ja, Chiemsee, Deichbrand. Frauenfeld nicht allerdings, da vermissen wir Frauenfeld euch. Leider nicht. Nee. Ja. Frequency sind wir aber dafür noch und viel zu tun. Viel zu tun. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurem Album. Morgen kommt es raus, Mikrokosmos. Hat mich sehr gefreut mit euch. Macht weiter so. Viele Grüße auch an Keule und weiter alles Gute. Ne? Dankeschön. Danke. Wir wollen Holz gehen, bitte. Ja, bringt uns Holz.